Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Social Media Marketing Podcasts von socialgenius.de. Social Media Marketing relativ leicht gemacht. Heute zu Gast ist Robert Weller und wir sprechen mit ihm über Social Media im Sport und wie man vom Blogger zum Autor wird. Ich bin der Mike. Und ich bin der Christoph. Und das ist eure wöchentliche Show rund um die sozialen Medien, Online-Marketing, Community-Management, Web 3.4.5.0, Google, Apple, YouTube, Twitter, Facebook und wie sie alle heißen. Wir wollen in Kurzinterviews wichtige Themen und Personen aus der Social-Media-Welt vorstellen. Egal ob interessierter Einsteiger, Marketing-Veteran oder Geschäftsführer, wir liefern euch kurzweiliges Hirnfutter rund ums Social Web. Und da das hier ein ganz neuer Podcast ist, ist uns euer Feedback umso wichtiger. Ihr könnt uns auf iTunes eine Bewertung und oder Rezension lassen. Und wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf einer der vielen Plattformen abonniert. iTunes, Stitcher, via RSS-Feed oder YouTube. Wir haben uns heute den Robert Weller in die Sendung geholt. Er bloggt auf tuschen.de und bezeichnet sich selbst als Sportmarketing-Manager und Desktop-Publisher. Robert wird uns heute ein wenig erklären, was ein Desktop-Publisher überhaupt ist und wie er zu einem geworden ist und welche Stationen er sonst noch auf seinem Werdegang so passiert hat. Darüber hinaus reden wir natürlich über seinen Blog und weil er relativ stark auf Twitter unterwegs ist, gibt er uns da auch ein paar Tipps, wie man mit dem Medium richtig umgeht. Und zu guter Letzt wird er uns noch kurz erklären, wie er es geschafft hat, vom Blogger zum Autor zu avancieren. Genau, und ohne weitere Umschweife sage ich jetzt herzlich willkommen im Podcast, Robert. Danke für die Einladung. Wir fangen gleich mal mit der ersten Frage, die sich auf das Intro bezieht, an. Und zwar sagst du von dir selbst, du bist ein Desktop-Publisher. Was ist denn ein Desktop-Publisher? Also die langweilige Antwort wäre, es ist die offizielle Berufsbezeichnung von meinem Studienabschluss. Ausführlicher erklärt ist es letztendlich nur eine andere Form eines Verlagsgrafikers. Verlagsgrafiker 2.0 sozusagen? So ungefähr. Oder einfach nur der neumodische oder englische Begriff dafür. Das klingt ja zumindest mal interessant. Jetzt kann ich mir persönlich unter Verlagsgrafiker auch noch nicht so viel vorstellen. Was tut denn ein Verlagsgrafiker und vor allem, wie kommt er zu Social Media? Das ist eine durchaus interessante Frage. Verlagsgrafiker ist letztendlich, ich sag mal, eine Spezialisierung eines normalen Grafikers, wie man ihn vielleicht kennt, der jetzt irgendwie nicht auf Web spezialisiert ist und auch nicht auf Printmedien allgemein, sondern wirklich eher auf die Arbeit im Verlag, sprich Satz, gegebenenfalls Illustration, Bildbearbeitung, letztendlich alles, was in irgendeiner Form von professionellen Publikationen im Sinne von Büchern und Magazinen eben anfällt. Das erledigt letztendlich der Verlagsgrafiker. Das heißt, du könntest theoretisch auch jederzeit eine Zeitschrift layouten. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Okay. Vielleicht kommt es daher, dass dein Blog so hübsch gestaltet ist. Ja, danke. Genau. Jetzt greife ich gleich nochmal die Frage von Christoph auf, die er als zweites gestellt hat. Kommt man quasi von der Design-Richtung zum Social Media? Ja, letztendlich die Verbindung ist das Internet. Als Grafiker will man natürlich Kunden generieren und die nicht, wie man es früher gemacht hat, auf klassische Offline-Kontakte sozusagen oder Anzeigen in Printmedien generieren, sondern natürlich auch übers Internet, weil es da sehr, sehr viel Bedarf gibt. Und genauso habe ich eine Zeit lang sehr viel Webdesign gemacht oder auch Corporate Design und habe natürlich dafür meine eigene Webseite gebaut und nach und nach gemerkt, dass ich da ein bisschen mehr Informationen einfach bereitstellen möchte zum Thema Grafik, zum Thema Webdesign und daraus ist dann letztendlich so nach und nach irgendwie eine Regelmäßigkeit entstanden und damit war es dann auch schon ein Blog, bevor ich eigentlich wusste, dass ich am Bloggen bin. Was hast du denn beruflich dann gemacht? Wie kam es denn dazu, dass du jetzt quasi wirklich Social Media Manager bist und wie kamst du denn dorthin? Ja, spannende Frage. Also eigentlich muss ich nochmal wieder ausholen, weil die Verlagsgrafik war nur mein eines Studium. Ich habe parallel noch Sport und BWL studiert und das ist letztendlich so das Studium, was mich letztendlich zu meinem aktuellen Arbeitgeber gebracht hat, weil ich jetzt im Sport-E-Commerce arbeite, sprich in der Marketingabteilung von einem Sportunternehmen und da ist es dann einfach durch meine Begeisterung für Social Media eben der Bereich Social Media auch geworden. Deswegen arbeite ich dort als Social Media Manager.
Okay. Und wenn du Bereich Sport, kannst du uns irgendwie sagen, für wen du derzeit genau arbeitest, also für wen du in der Vergangenheit auch gearbeitet hast im Sportbereich? Ja, also aktuell arbeite ich für Keller Sports in München, einer der führenden Online-Shops im Bereich Tennis, Fitness und Running. Und vorher habe ich für niemanden in dem Bereich gearbeitet, weil ich gar nicht mal so lange aus der Uni raus bin. Ah, okay. Also auch relativ neu quasi Sportmarketing-Manager geworden. Genau. Okay, ja, vielleicht da Kellersports war es, richtig? Genau. Was genau ist da dein Arbeitsalltag? Du kommst in die Arbeit, was machst du? Ist abhängig von jedem einzelnen Tag. Also einen Alltag in dem Sinne habe ich nicht. Ich habe angefangen damals wirklich als Social Media Manager, wo mir quasi die Facebook-Seite präsentiert wurde, mit der Aufgabe, mach mal, so ungefähr. Kommt mir bekannt vor. Ja. Und jetzt über die vergangenen Monate hat sich das immer weiterentwickelt, dass ich einfach mal eine Statusanalyse gemacht habe, wirklich eine SWOT-Analyse, wo sind wir überhaupt mit dem Unternehmen, wer sind die Leute, versuchen das Publikum einfach mal zu analysieren. Und dann ging es auch weiter, dass ich gesagt habe, okay, wir brauchen letztendlich irgendeine Basis zum Kommunizieren, nur Facebook allein reicht nicht. Daraus ist dann der Blog entstanden. Und jetzt aktuell geht es immer weiter Richtung Content Marketing, dass wir wirklich uns als Firma auch als Sportberater im Internet positionieren, also so ein bisschen diesen klassischen Beratungsklau, wie man ihm vom lokalen Handel entgegenwirkt und unsere eigene Beratung anbieten. Und das erfordert natürlich jede Menge Content. Und das ist quasi jetzt so mein Hauptbereich und Social Media ist dann eben nur noch ein Teil davon. Das klingt doch großartig. Skellersports. Mittlerweile 57.000 Likes. Das ist doch schon ganz schön stolz. Auf Twitter hast du persönlich so an die 4.000 bis 5.000 Follower. Und du bietest ja Twitter-Trainingspläne an, haben wir auf deiner Website tuschen.de gesehen. Kann man sagen, dass Twitter für dich so dein Lieblings-Social-Network ist? Lieblings-Social-Network würde ich es, glaube ich, gar nicht nennen. Es war mein erstes. Deswegen sind es da vielleicht auch die meisten Kontakte. Und es ist vielleicht auch das Einfachste zu pflegen, sage ich mal. Weil einfach die Nachrichten, die man absetzt, so kurz sind, das ist einfach auch in kürzerer Zeit gemacht. Allerdings, Lieblingsnetzwerk würde ich es nicht unbedingt bezeichnen, weil Google Plus kommt da ganz schön nah ran inzwischen. Nur das ist natürlich viel mehr Aufwand, das zu betreuen, also von den Nachrichten, die man sendet, von den Möglichkeiten, die man hat, um Beiträge auch zu gestalten. Aber entsprechend größer ist auch meiner Meinung nach die Wirkung von Google Plus. Deswegen mag ich beide Netzwerke eigentlich gleich gut. Okay. Kannst du mir noch verraten, wie viele Facebook-Fans ihr hattet, als du angefangen hast, als ihr die Seite von Kellersports hingeschmissen wurde? Das hat sich mir gerade aufgetan. Ja, es waren knapp unter 56.000. Also viel ist nicht passiert, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass das eine Global Page ist. Das heißt, es sind auch keine 56.000 in einem Land, sondern verstreut auf verschiedene Länder. Ah. Seid ihr so ein großes Unternehmen, muss ich gestehen. Also ich kenne den Namen jetzt wirklich nicht. Aber Wir sind inzwischen, ja, also wir haben Kunden in 30 Ländern, wir haben insgesamt sieben Oha. oder acht verschiedene Okay. Ländershops. Also wir sind schon mit bei den größeren dabei, sage ich mal, ja. Okay, wenn ihr international operiert, bist du dann quasi nur der deutsche Ast des Ganzen oder hast du quasi die globale Struktur unter dir und arbeitest mit anderen Offices zusammen? Wie kann man sich das vorstellen? So, Kellersports operiert alles aus München. Das heißt, es gibt gar keine anderen Offices irgendwo in einem anderen Land, sondern wir haben die Country Manager alle in München sitzen. Deswegen Betriebssprache auch Englisch. Und bei mir ist es so, dass ich wirklich alles verantworte, entsprechend global delegiere sozusagen und dann mit den Country Managern zusammen in die Umsetzung reingehe. Okay. Ich glaube, der Christoph hat vorher noch mal in die Richtung neben dem Lieblingsnetzwerk nach deinem Twitter-Training gefragt. Kann ich da kurz einhaken? Was genau machst du denn in deinem Twitter-Training? Ja, das Twitter-Training ist letztendlich
so eine Art Evergreen-Content auf meinem Blog. Also einfach eine Anleitung für alle, die sich mit Twitter beschäftigen wollen, die vielleicht noch gar keine Ahnung davon haben, erstmal den Einstieg suchen und total überfordert sind, weil ich höre von sehr vielen, dass gerade die Anfangszeit auf Twitter sehr, sehr schwierig ist, weil sie nicht ganz genau wissen, wie sie das Netzwerk überhaupt nutzen können, wie sie die Plattform für sich selber nutzen können. Und da habe ich mich entschieden, einfach einen Trainingsplan zu schreiben, der letztendlich jeden Neuling, aber auch schon Nutzer mit Vorkenntnissen durch die Welt des Twitter-Universums sozusagen führt und einfach mal so ein bisschen, ja, vielleicht so meine kleinen Tricks, aber auch Tricks von internationalen Experten, also da sind durchaus auch ein paar Interviews und gezielte Tipps von Experten dabei, die ich darum gebeten habe, für meinen Trainingsplan mal was zu schreiben. Oder auch Tool-Vorschläge, Tools, die ich gerne nutze, die das Leben auf Twitter einfach ein bisschen einfacher und vor allem effizienter machen. Und dann generell einfach, wie das Thema funktioniert und wie man es letztendlich für sein Unternehmen oder sein Business generell nutzen kann. Du hast gerade von Tipps und Tricks beim Twittern erzählt. Verrat uns doch einfach mal 5 deiner Lieblingstricks oder 5 deiner Kernpunkte deines Twitter-Trainings. Oder wie twittert man richtig? Wie baut man sich in 5 kurzen Sätzen ein unglaublich großes Following auf? In 5 kurzen Sätzen wird es, glaube ich, nicht so einfach. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, wie fast in jedem Netzwerk, das Zuhören, dass man einfach mal das Netzwerk kennenlernt und seine Gepflogenheiten, dann einfach mal schaut, so im zweiten Schritt, wer denn so die relevanten Leute sind, also dann auch mal speziellen Leuten folgen, dann mal versuchen, einfach mit denen zu interagieren über ein Thema zumindest, also vielleicht noch gar nicht direkt in den Dialog, sondern erstmal bei einem Thema mitzureden, um dann einfach versuchen, bei einem Thema selber einfach mal sich einen Namen zu machen, da wirklich aktiv mitzureden. Und ich glaube, dann kommt es mit der Zeit von ganz allein, dass man mit dem einen oder anderen in den Dialog reingeht und vielleicht mal spezifische Fragen diskutiert oder allgemeine Themen näher betrachtet. Und dann nach und nach kann man natürlich, kann man so sein Netzwerk ausbauen, wieder über Kontakte von Kontakten, die man schon geknüpft hat. Und ich glaube, so spinnt sich dann das Ganze wie so ein Spinnennetz irgendwie immer weiter, immer mehr Kontakte. Und wichtig finde ich halt wirklich, interaktiv zu bleiben. Also nicht nur Leuten folgen und dann vergessen oder nur von Leuten gefolgt werden und mit denen ich interagieren. Also für mich ist das immer ein Miteinander auf Twitter oder nicht nur auf Twitter, sondern auf allen Plattformen generell. Und ich glaube, das vernachlässigen viele, weil die irgendwie nur Klicks sammeln wollen oder Follower sammeln wollen. Und ich glaube, dafür ist so ein Netzwerk einfach zu schade. Sehr schön gesagt, fand ich super. Vor allem deine ersten paar Punkte, irgendwie musste ich dran denken, dass das so das typische Tipp ist, glaube ich, den man gibt, wenn jemand neu auf einer Party oder sowas ist, quasi erstmal kommen, schauen, wer da ist, zuhören, dann langsam mitreden und dann vielleicht ins One-on-One gehen und nicht gleich quasi, hey, hier bin ich, ich bin der Coolste, schaut mir zu. Genau. Kann auch funktionieren, wenn man schon einen gewissen Namen hat, aber ja, klar, macht eigentlich unbedingt Sinn. Wenn man natürlich jetzt nur ein No-Name ist, ist das natürlich eher schwierig. Ja, richtig. Da muss man sich schon langsam integrieren und dann kommt man da auch relativ flott rein. Ich hätte gleich noch, oder Aufi, bin ich dir gerade reingegrätscht? Nee. Okay, wunderbar. Du darfst gerne. Dann und zwar wieder zurück zu deinem Arbeitgeber. Sport und Social Media, wie kommt das im Endeffekt für dich zusammen? Also was macht ihr Social Media mäßig? Du hast vorher eben Blog und Content erzählt. Hast du da einfach so ein paar Beispiele aus deiner Arbeit? Was für Content erstellt ihr da? Wie schiebt ihr den raus? Wie bringt ihr den an den Mann? Ja, genau. Erzähl einfach mal. Also vielleicht erstmal allgemein auf die erste Frage, die du gestellt hast, wie Sport und Social Media zusammenkommt. Das ist für mich auch schon ein Thema gewesen an der Uni. Also ich habe auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, weil meiner Ansicht nach die Zielgruppen sehr, sehr ähnlich sind oder das die Verhaltensweisen der Zielgruppen. Also es sind wirklich sehr, sehr individuelle Personen, die man im Prinzip überall erreichen kann und irgendwie alle möchten Sport machen beziehungsweise Social Media machen, aber wissen nicht genau wie und brauchen einen Guide oder brauchen jemanden, der ihnen erklärt, wie es geht. Und genauso machen wir das letztendlich auch. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, wir wollen uns wirklich als Unternehmen
als Sportberater positionieren. Und das ist dann eben auch der primäre Content, den wir produzieren. Das heißt, wir geben zum einen Sportberatung im Sinne von Trainingstipps, Erfahrungsberichten letztendlich. Und zum anderen geben wir Produktberatung, also wirklich, wir erklären den Leuten, wie sie zum Beispiel den passenden Laufschuh finden, worauf sie beim Kauf achten müssen, wo Produktunterschiede sind. Wir erklären die Technologien der einzelnen Hersteller, dass man einfach so einen Gesamtüberblick kriegt über das Angebot. Und wir machen das aktuell mit einem Team von Sportlern, also wirklich erfahrenen Sportlern, die selber quasi in der Praxis sind und nicht irgendwie in einem Unternehmen wie unserem arbeiten und einfach nur dafür schreiben, sondern die kennen sich wirklich aus. Mit denen arbeiten wir zusammen. Die produzieren letztendlich auch Content für uns und helfen uns dabei, einfach unsere Kunden beim Thema Sportprodukte zu beraten. Ah, okay. Vielleicht hake ich da gleich nochmal ein. Also Sportler, sind es dann auch bekannte Sportler? Also klar, Nike, Adidas holen sich irgendwie Weltsuperstars. Wen holt ihr euch da? Wir haben durchaus auch Fitnesscoaches und Laufcoaches von Nike. Aus der Praxis selber, sage ich mal, jetzt so Weltbekanntheiten haben wir nicht. Wir haben natürlich auch Tennisranglistenspieler und Spielerinnen, also das schon. Aber so die ganz berühmten Stars, das ist nicht unsere Intention, weil letztendlich wollen wir, dass unsere Kunden sich mit diesen Experten identifizieren können. Und wenn das wirklich ein Profispieler ist, dann ist das nicht unsere Zielgruppe und der ist dann einfach zu weit weg von der Praxis. Sondern wir haben wirklich Leute wie euch und mich sozusagen, zum Teil junge, zum Teil ältere, Männlein, Weiblein. Also wir haben wirklich für jeden Freizeitsportler oder Hobbysportler haben wir das Äquivalent als Experten sozusagen da, sodass sich da auch wirklich jeder identifizieren kann und irgendwo aufgefangen fühlt, wenn es um die Sportberatung geht. Das klingt auf alle Fälle klasse. Vor allem, dass ihr da quasi Identifikationspunkte mit eurer Zielgruppe schafft. Das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt im Social Media. Aber es bringt natürlich nichts, wenn man da natürlich großartig auf Zielgruppen eingeht, mit Werbemaßnahmen auf Zielgruppen eingeht, die dafür überhaupt nicht passend sind. Da hast du völlig recht. Du hast auch zum Thema Social Media und Blogging Bücher geschrieben, haben wir festgestellt. Um mal einen rasanten Themenwechsel zu legen. Ja. Erzähl uns doch mal was ein bisschen über deine schreiberischen Fähigkeiten. Ja gut, von den schreiberischen Fähigkeiten muss ich, glaube ich, jeder selber überzeugen. Aber was ihr meint, glaube ich, ist zum einen das SEO und Social Media E-Book, was ich zusammen mit 9 anderen Autoren in Zusammenarbeit mit dem Hansa Verlag hier in München geschrieben habe. Das war verlagseitig eine sehr, sehr schöne Social Media Aktion, weil sie haben das letztendlich ausgerufen, dieses E-Book, sodass sich quasi alle Autoren mit irgendeinem Thema bewerben konnten. Und dann, ich weiß nicht, wie viele Leute sich wirklich beworben haben und ein Thema eingereicht haben, aber letztendlich haben sie sich für 10 Experten entschieden und dann zusammen ein E-Book geschrieben, was sie dann kostenlos jedem zur Verfügung stellen. Und da hatte ich das Glück, ausgewählt zu werden, und damit war das sozusagen meine erste Online-Publikation. Und vielleicht deswegen und durch meinen Blog kamen im April, Mai diesen Jahres dann noch 2 Angebote, 2 weitere Bücher zu schreiben. Also ich habe sie noch nicht veröffentlicht, sondern ich bin dabei zu schreiben. Ah, gleich 2? Ja, 2 in Folge direkt. Also das eine ist die Neuauflage von Blog Boosting. Kennt man vielleicht in der Branche, wer sich mit Blogs beschäftigt. Ja. Die Erstauflage ist von Michael Fürnkes und mit ihm zusammen schreibe ich jetzt die Zweitauflage. Spannend, okay. Und direkt im Anschluss dann ein komplett eigenes Werk. Da möchte ich jetzt allerdings noch nicht zu viel verraten, weil das erst im nächsten Jahr veröffentlicht wird. Das ist völlig in Ordnung, das ist völlig in Ordnung. Vielleicht holen wir dich dazu dann nochmal in die Sendung, kannst ein bisschen mehr erzählen, wenn es konkreter wird. Sehr gerne, ja. Magst du vielleicht erzählen, wenn man eine 2.0-Version vom Blogboosting braucht, was hat sich denn verändert in der Blogwelt, dass man ein neues Buch schreiben müsste? Ja. Also, es sind verschiedene Sachen. Man muss bedenken, 2011 hat Michael das Buch geschrieben. Seitdem, sage ich mal, hat er sich sehr weiterentwickelt von seinem Schreibstil. Ich kam mit meinem Schreibstil dazu, sodass wir vor allem sprachlich das komplette Buch überarbeiten werden.
Und inhaltlich werden wir es ein bisschen neu strukturieren, einfach, ja, ich sag mal, was die Gewichtung des Inhalts angeht. Also da ist ein Kapitel über Design, über Content, über Marketing von Blogs. Da werden wir natürlich reingehen, auch Beispiele aktualisieren, ja, neue Erfahrungen vielleicht mit einbringen, die er in den Jahren gesammelt hat und die ich gesammelt habe. Und da auch einige Tooltips und sowas dabei sind, vor allem hinsichtlich WordPress. Die werden wir natürlich überarbeiten, aktualisieren und auch andere Plattformen mit reinnehmen. Also ich selber betreibe meinen Blog ja auch nicht mit WordPress, sondern ich nutze ein anderes CMS, sodass wir da ein bisschen uns breiter aufstellen werden und gar nicht mal so in die Technikrichtung gehen. Und dann gibt es natürlich einfach noch viele Tipps, die wir da noch hinzufügen können. Und ich glaube, die größte Neuerung in dem Buch werden dann die ganzen interaktiven Sachen sein, sage ich mal. Also wir werden sehr, sehr viele Checklisten hinzufügen, vielleicht auch ein paar Templates für bestimmte Sachen. Wir werden große Linklisten hinzufügen. Also da wird es einfach ein bisschen drumherum noch sehr viel mehr geben. Bis wann wollt ihr denn das Buch veröffentlichen, die Neuauflage? Gibt es da schon Termine? Ja, es wird Anfang nächsten Jahres sein, schätze ich. Also bis Dezember wollen wir es auf jeden Fall fertig geschrieben haben und dann üblicherweise wahrscheinlich an die 12 Wochen, bis es veröffentlicht wird. Also rechnen wir mal mit März vielleicht. Vielleicht wird es April, aber viel länger müsst ihr nicht mehr warten. Wunderbar. Ich habe noch eine ganz andere Frage, und zwar, du arbeitest Vollzeit eben bei dieser Sportfirma und du betreibst nebenher deinen Blog touchen.de, schreibst noch ein Buch nebenher. Mhm. Wie kriegst du das zeitlich eigentlich hin? Also wie, du hast wahrscheinlich eine 40-Stunden-Woche, nehme ich an, oder? Ja, teilweise mehr. Ja, richtig. Auf Papier. Das heißt, wann schreibst du für deinen Blog? Wie handelst du das? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ja, also ich glaube, mein wichtigstes Utensil in der Hinsicht ist mein Redaktionsplan. Also ich habe teilweise die 2 Monate im Voraus schon meine Themen festgelegt, sodass ich dann wirklich, sobald ich Zeit und vor allem Lust zu schreiben habe, dann auch direkt reinspringen kann und mir nicht erst überlegen muss, worüber schreibe ich. Und was ich jetzt verstärkt mache, dadurch, dass ich selber noch stärker als vorher sozusagen auch durch das Buch eingebunden bin, dass ich Gastautoren einlade bei mir, die mich sozusagen unterstützen. Und das gibt mir einfach ein bisschen mehr Zeit, meine Beiträge vernünftig vorzubereiten. Und ja, okay. Letztendlich Vorbereitung ist alles, glaube ich. Okay, Redaktionsplan und Gastbeiträge habe ich rausgehört. Noch mal kurz einhaken zu den Gastbeiträgen. Kommen die Leute auf dich zu oder gehst du auf die Schreiber zu? Wie machst du das? Beides. Also sehr, sehr viele Kooperationen sozusagen kommen über soziale Netzwerke zustande, dass man sich irgendwie über ein Thema austauscht oder eine bestimmte Frage diskutiert in einer kleineren Runde oder vielleicht auch nur zu zweit. Und vielleicht entwickelt sich daraus dann einfach die Idee, dass man sagt, hey, da weißt du mehr Bescheid als ich, vielleicht möchtest du das auch im großen Stil sozusagen als Blogbeitrag schreiben und genauso andersrum. Also ich habe selber auch schon ein paar Blogbeiträge, Gastbeiträge schreiben dürfen. Ich glaube, das entwickelt sich so aus dem Gespräch, also wirklich auf Leute zugehen, speziell tue ich nicht. Aber wenn sich was ergibt, irgendwie in sozialen Diskussionen sozusagen, dann frage ich da schon hin und wieder mal nach. Okay. Christoph, hast du noch eine Frage? Im Moment eigentlich, gerade im Moment nicht. Okay, ja, wenn du jetzt nicht noch über irgendein spezielles Thema reden willst, Robert, dann würde ich einfach zu unseren 11 genialen Geheimtipps, wie man zum Social Genius wird, übergehen. Was sagst du dazu? Ja, machen wir das doch. Okay, wunderbar. Dann knall ich die erste raus. Und zwar lautet die, ein Tool, das dir in deinem Arbeitsalltag täglich hilft. Müsste ich entweder meinen Blog nennen oder ganz klar die Buffer-App. Das ist ein kleines Tool, womit ich meine Beiträge auf sozialen Netzwerken schon im Voraus sozusagen vorbereiten kann und die dann zu einer bestimmten Uhrzeit veröffentlicht werden. Kannst du da ein bisschen genauer noch erzählen, wie das funktioniert? Ja, letztendlich gibt es 2 Varianten. Also ich kann mich selber auf der Webseite des Tools einloggen, kann dann Beiträge schreiben, irgendwie Links hinzufügen für verschiedene Netzwerke, also Twitter, Facebook, Profil, Fanpage, geht beides.
LinkedIn, Google Plus Pages und kann da im Prinzip dann sagen, jetzt veröffentlichen oder erst später veröffentlichen. Und letztendlich kann ich dann quasi am Stück eine Reihe von Beiträgen schon vorbereiten und irgendwie quasi so die nächste Woche irgendwie komplett mit Beiträgen schon abdecken, wenn ich mal irgendwie in Urlaub bin oder keine Zeit habe unter der Woche, neue Beiträge vorzubereiten, sodass meine Netzwerke weiterleben und da nicht irgendwie mal tote Hose ist auf meinem Plattform. Ja, klar. Kostenlos oder muss man bezahlen? Kostenlos in gewissem Umfang. Also ich glaube, bei der kostenlosen Version kann man, glaube ich, 10 Beiträge vorbereiten schon pro Netzwerk. Da man aber selbst festlegen kann, wie viele man am Tag veröffentlicht, kommt man damit also auch durchaus schon mal eine Woche aus. Ja? Und dann geht's, glaube ich, los mit $10 im Monat für die nächste Version ohne Begrenzung, und dann gibt's auch noch eine Business-Version. Ah, okay, das klingt echt. Das klingt hilfreich, ja. Super. Muss man sich glatt mal anschauen, ja. Das ist ein interessanter Tipp. Gut, die Frage 2. Du hast 3 soziale Netzwerke zur Auswahl. Eines darfst du abschalten, auf einem darfst du täglich arbeiten und von einem dürftest du CEO werden. Welche ordnest du welcher Kategorie zu? Ja, eins abschalten. Ich glaube, da wäre Facebook meine Wahl. Oh, echt? Absolut, ja. Okay, also, das kommt unerwartet. Warum? Ja, Facebook ist in den letzten Monaten oder fast schon irgendwie 1-2 Jahren irgendwie, seitdem die ihr altruist, ja, so dieses Free-for-all-Image und kein Geld verdienen-Image verloren haben, ist das für mich ein bisschen zu stark ein Werbenetzwerk geworden. Valider Punkt auf jeden Fall, ja. Ja, es ist schon richtig. Mittlerweile gibt es schon enorm viel Spam auf der Timeline. Ja. Also auch im Sinne von Werbung. Auf jeden Fall, ja. Wobei sie da jetzt den Algorithmus eben wieder ändern wollen in den kommenden Wochen oder Monaten, wo ja Clickbait verhindert werden soll, ja, etc. Ja. Also ich glaube, sie haben das Problem erkannt, aber ich verstehe definitiv ja deinen Punkt, Robert. Gut, Facebook hat das Problem vielleicht erkannt, aber ich glaube, die Unternehmen, die darauf werben, noch nicht. Also ja. Für mich persönlich, muss ich sagen, hat es keinen Mehrwert, weil die Leute, die mit denen ich mich unterhalten möchte, sozusagen über soziale Netzwerke, die finde ich auch bei Twitter oder Google Plus. Von daher brauche ich keine 3 Netzwerke für den gleichen Zweck. Das ist wohl richtig. Ja, ich denke auch in unserem professionellen Bereich ist Twitter und Google Plus, glaube ich, wirklich auch eine gute Alternative. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinen Eltern oder so oder meinen Geschwistern reden wollen würde, da führt halt leider kein Weg an Facebook vorbei. Facebook. Ja. Gut, könnte man jetzt auch das Telefon nehmen. Was? Telefon, das ist ein bisschen alt, oldschool jetzt. Also. Kann man sich natürlich drüber streiten. Gleich vielleicht die zweite, auf einem täglich arbeiten? Auf einem täglich arbeiten müsste ich, glaube ich, Google Plus wählen. Einfach, ich find's intuitiv, ich find's innovativ und ich habe das Gefühl, Google steckt da sehr, sehr viel Arbeit rein. Die möchten das wirklich gut machen, auch für den Nutzer sehr, sehr mehrwertig gestalten. Ich glaube, da wird sich in Zukunft noch sehr, sehr viel Positives tun. Okay. Und wenn du von einem CEO werden könntest, welches wär's? Ich fürchte, da müsste ich erst mein eigenes soziales Netzwerk kreieren und ins Leben rufen, weil keins von den vorhandenen reizt mich so sehr, dass ich da meinen Kopf hinhalten will. Okay. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Ja. Perfekt. Denn die lautet, wenn du ein soziales Netzwerk erfinden könntest oder gründen könntest, wie würde das dann aussehen? Also welche Features hätte das? Wie würde es sich vom Rest absetzen? Da macht ihr jetzt in gewisser Weise Crowdsourcing und nach dem 10. Podcast gestaltet ihr wahrscheinlich euer eigenes. Das ist der Plan. Verdammt, wer hat den Plan durchschaut. Ja, schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, weil aktuell bin ich da so engstirnig, dass ich sage, alles, was ich aktuell brauche und mir wünsche, finde ich auf einem der vorhandenen Netzwerke. Also ich glaube, da müsste ich entweder passen und sagen, da ist der Bedarf nicht groß genug, dass ich mein eigenes Netzwerk brauche. Oder ja, es ist schwer zu sagen. Also ich habe keine konkreten Ideen im Kopf, muss ich sagen. Okay, dann können wir mit dir schon mal nicht die soziale Netzwerk-Weltherrschaft an uns reißen. Jeder habe ich euch durchschaut, sorry. Ja, wir finden nur wen, der diese Frage beantwortet.
So, dann gehen wir doch gleich zur nächsten Frage über, oder? Ja, mach doch. Von welcher Person im Social-Media-Bereich hast du konkret am meisten gelernt? Beziehungsweise gibt es irgendwelche Vorbilder, die du in dem Bereich hast? Puh, schwierig. Kommt es darauf an, ob ihr Blogs auch zum Social Media zählt, dann glaube ich, wäre Michael Firmkes wirklich ein Name, den ich hier erwähnen müsste. Ansonsten sind es, glaube ich, überwiegend englischsprachige Social Media Experten. Lassen wir auch gelten. Ja, lassen wir völlig gelten. Das wäre zum einen Brian Clark von copyblogger.com. Mhm. Einfach, weil ich finde, er hat es geschafft, auch aus einem normalen Blog, den er übrigens auch super gestaltet, also von der Optik her einwandfrei, daraus auch eine Art Membership-Seite zu machen und wirklich sehr, sehr hochwertigen Content teilweise auch kostenlos anzubieten. Also das ist wirklich so meiner Meinung nach das Nonplusultra, was man auch als selbstständiger Blogger machen sollte, ja, und damit dann auch Geld verdienen kann. Und ich glaube, sonst wären es noch vielleicht Rebecca Redis, die sehr, sehr aktiv ist, auch Google Plus Bereich, Facebook Bereich, Twitter, die sich einfach selber sehr, sehr, sehr gut als Marke auch verkauft. Also da finde ich, kann man sich durchaus eine Scheibe abschneiden, wenn es ums Personal Branding geht. Und ansonsten, ja, ich glaube, das sind so die zwei, die ich jetzt hier erwähnen würde, ja. Okay. Ja, vielen Dank dafür. Gleich zur nächsten Frage. Und zwar ein Tipp, um deinen Tag besser zu strukturieren. Du hast vorher schon kurz drüber geredet, eben wo ich dich nach dem, wie managst du im Endeffekt all diese verschiedenen Aufgaben, die du hast, aber vielleicht, wenn du wirklich eine konkrete Sache nennen könntest, die dir hilft, ja, on top von all deinen Aufgaben zu bleiben. Das, was mir, glaube ich, am meisten hilft, ist, wie gesagt, schon Vorbereitung. Konkret könnte das so aussehen, dass ich mir abends irgendwie eine Liste mache mit Sachen, die ich vielleicht am Tag nicht geschafft habe, aber die unbedingt noch gemacht werden müssen. Oder natürlich auch eine Liste mit den allgemeinen Aufgaben, die ich am nächsten Tag machen möchte, so dass ich wirklich meinen Tag auch abschließen kann und nicht noch irgendwelche Ideen oder unerledigten Sachen mir im Kopf rumschwirren, sondern dass ich da dann wirklich einen ruhigen Schlaf habe und dann am nächsten Morgen auch direkt loslegen kann, weil ich genau weiß, was ansteht, weil ich es mir eben schon notiert habe. Okay, also einfach eine Liste, ganz klassisch, aber ich glaube auch höchst effektiv. Definitiv, ja. Sehr gut. Und dafür wahrscheinlich nicht mal eine App benutzen, sondern einfach auf Zettel und Papier. Ja, das ist eine analoge App sozusagen. Aber ich muss auch persönlich sagen, die analoge App Zettel und Papier ist immer noch am schnellsten. Ja. Und wie du eiskalt meinen Fehler Zettel und Papier übernommen hast, finde ich super. Stift und Papier. Sehr gut. Ja, sehr schön. Ja, wo wir gerade bei kleinen Misserfolgen sind. Hattest du schon mal so einen richtigen Patzer im Bereich Social Media? Ja, ich glaube, so richtigen Patzer kann man das nicht nennen. Also wenn ich irgendwie ein Fauxpas erlebe, weil ich irgendwie mal einen bösen Tweet oder sowas geschrieben habe, dann verkaufe ich das immer als Test. Sehr gute Strategie. Weil ich Reaktionen testen will oder irgendwie ein anderes Thema gerade testen will. Also ich glaube, Patzer natürlich überhaupt keinen, mache ich nicht sowas. Nein, niemals. Sehr gute Antwort. Ja, dann gleich die Gegenfrage. Was würdest du als deinen größten Erfolg im Bereich Social Media sehen? Dann darauf bist du heute noch stolz. Ah, ich glaube, da habe ich zwei Sachen. Also das eine wäre mein Blog oder generell meine Bekanntheit im Social Media, weil ich dadurch von meinem jetzigen Arbeitgeber rekrutiert wurde. Ja. Also das ganze Bewerbungsverfahren sozusagen in gewisser Weise konnte ich mir dadurch ersparen. Und das Zweite, worauf ich sehr, sehr stolz bin, ist wirklich der Ritterschlag als Blogger von einem Verlag angeboten zu bekommen, ein Buch zu schreiben. Valide, beides valide Punkte. Nicht von der Hand zu weisen, ja. Sehr gut. Was hältst du denn für die beste und coolste Marketingaktion, die dir im Social-Media-Bereich jemals über den Weg gelaufen ist? Ich glaube, da reicht es fast, wenn ich Red Bull sage, oder? Okay, gut. Ja, das ist ja völlig ausreichend. Ich glaube, die machen ein paar ganz gute Sachen, ja. Ja, ein paar waren schon dabei. Aber ich finde es halt wichtig, dass man da sieht, es funktioniert
nicht ausschließlich mit Social Media, sondern da gehört halt noch sehr, sehr viel dazu einfach. Ja, richtig. Klar, die decken ja mit ihrem Marketing wirklich jeden kleinsten Winkel ab. Also das ja, die brauchen ja vor allem auch jemanden, der aus dem All springt dafür. Also nur ist es auch nicht gemacht. Das ist natürlich völlig richtig. Wenn man so einen hat, dann braucht es auch schon fast kein Marketing mehr. Genau, dann kann man auch einfach über Social Media das Ganze machen. Ja, das ist richtig. Nee, gute Antwort, Red Bull. Ich glaube, da sind die meisten Marken da draußen eifersüchtig, wenn sie den Namen hören. Du schreibst selber Bücher, aber jetzt wollen wir keine Selbstempfehlung von dir hören, sondern was für eine Buchempfehlung würdest du uns geben, wenn du sagst, im Bereich Social Media, das ist ein Buch, das du lesen solltest? Im Bereich Social Media, da müsste ich fast das Buch von Thomas Schwenke empfehlen, Social Media Marketing und Recht. Ah. Weil das einfach ein Thema ist, glaube ich, da beschäftigen sich die wenigsten Leute wirklich intensiv damit. Aber es ist vor allem in Deutschland, muss man leider sagen, so wichtig, weil es so gefährlich ist, was im Social Media passieren kann. Deswegen wäre das, glaube ich, mein größter Tipp. Alternativ, beziehungsweise fairerweise kann ich dann natürlich auch das Buch von den anderen beiden Social Media Anwälten sozusagen empfehlen, von Carsten Ulbricht und vom netten Herrn Solmecke. Von daher, die drei, glaube ich, sollte man durchaus mal lesen. Um nicht verklagt zu werden. Sehr gut. Ich habe dir Werbung in eigener Sache verboten. Ich mache sie jetzt für uns aber trotzdem. Und zwar hat der Thomas Schwenke bei uns schon zugesagt zu einem künftigen Podcast-Interview. Von daher alle, die jetzt hören, oh, Thomas Schwenke, vielleicht entweder denken, cool, ja, Buch habe ich schon gelesen. Der wird bei uns in der Show sein. Oder, wer ist das? Der wird bei uns in der Show sein. Ihr lernt ihn kennen. Ja, hervorragend. Da freue ich mich doch sehr. Genau, Christoph, die letzte Frage, die vorletzte Frage. Die vorletzte Frage, und zwar, die wäre, nenn uns doch bitte kurz ein Zitat, das dich durch dein Leben bringt. Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Sehr gut. Unwiderruflich wahr. Ja. Absolut. Ja, gutes Zitat. Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Sehr gut. Und jetzt die letzte Frage, wo du die letzte Chance hast, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Bis jetzt definitiv hinterlassen hast. Und zwar, welchen Tipp würdest du einer Person geben, die sagt, ich will im Bereich Social Media arbeiten, Social Media Marketing? Was soll diese Person tun, um damit ihre Brötchen verdienen zu können? Ja, am besten erstmal meinen Blog lesen, regelmäßig. Da ist eigentlich alles mit dabei. Sehr gut. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, ganz wichtig ist das Netzwerken in dem Bereich. Also nur mit dem eigenen Universum wird man nicht weit kommen, weil letztendlich muss man da auch ein bisschen die Fühler ausstrecken, selber Kontakte knüpfen. Man weiß nie, was sich ergibt. Und man sagt ja, man trifft sich immer zweimal oder mehrmals im Leben. Ich glaube, so ist es auch im Social Media. Und die eine Hand wäscht da die andere. Von daher, wer sich aktiv in der Community einbringt und nicht nur sein Business macht, sondern auch darüber hinaus ein bisschen Mehrwert bietet, ich glaube, der ist auf einem guten Weg. Ich fasse das mal zusammen. Rausgehen, mit Leuten reden, nicht bloß eigennützig denken, Mehrwert bieten und irgendwann kommt der Mehrwert zurück. Kann ich das so? Viel besser hätte ich es auch nicht zusammenfassen können. Danke. Okay, perfekt. Da hört ihr es, falls ihr in diese Richtung wollt. Ja, wir sind am Ende unseres Interviews. Das waren die 11 genialen Geheimtipps, wie man ein Social Genius werden kann. Ich sag danke, Robert. Danke, dass du in der Sendung warst. Ich sag auch danke. Sehr auch für deine Geheimtipps. Großartige Dinge dabei. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung auf jeden Fall. Bin gespannt, wie sich Social Genius weiterentwickelt. Ihr habt ja schon Thomas Schwenke erwähnt, der folgen wird. Von daher bin ich gespannt, wer noch alles kommt. Und ich werde auf jeden Fall regelmäßig mithören und mitlesen. Von daher euch auf jeden Fall alles Gute und vielen Dank nochmal für die Einladung. Mir hat es sehr, sehr Spaß gemacht, spannende Fragen und ich hoffe, der ein oder andere konnte daraus was für sich selbst mitnehmen. Wunderbar. Und vielleicht, wenn jemand eben was mitnehmen konnte oder vielleicht nochmal nachlesen will von dir, wir haben jetzt deinen Blog schon erwähnt, aber vielleicht wirst du einfach nochmal eben deinen Blog, wo man den findet und sonst, wo dir die Leute folgen können, sollen, etc. Wo sie es können und wo sie es sollen, das sind natürlich das Gleiche. Ist also gerne bei Twitter, wie wir schon erwähnt haben, bin ich da am aktivsten sozusagen. Es ist einfach unter dem Handle @Touchen.
Da findet ihr auch meinen Blog www.tushen.de. Wer es nicht schreiben kann, der kann auch einfach meinen Namen Robert Weller googeln. Ich glaube, da bin ich inzwischen ganz gut positioniert. Früher oder später findet ihr mich dann doch. Und natürlich auch gerne auf Google+, weil ich glaube, das ist die Zukunft. Wie viel Geld kriegst du von Google, um das zu sagen? Noch nichts, aber man weiß ja nicht. Wunderbar. Also falls Leute es nicht schreiben können, Tushen, Tushene.de. Ja, Robert, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, vielleicht sieht man, hört man sich eben, wenn das nächste Buch rauskommt. Oder würde ich einfach mal so wieder in die Sendung holen können. Wir würden uns freuen. Und bis dahin, nur das Beste. Danke. Servus. Servus, ciao. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende mitgehört habt. Wenn euch während der Sendung irgendetwas entgangen ist oder ihr weiterführende Links zu den Themen in der Sendung wollt, schaut einfach auf www.socialgenius.de/001. Dort findet ihr die sogenannten Shownotes, in denen wir alle Infos aus diesem Podcast noch einmal für euch zusammengetragen haben. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf einem der Kanäle abonniert, sei es iTunes, Stitcher, via RSS-Feed oder auf YouTube. Euer Feedback ist uns natürlich genauso wichtig. Daher schreibt uns eine Rezension und oder eine Bewertung bei iTunes oder lasst uns einen Kommentar auf einem unserer vielen Kanäle, sei es jetzt die Homepage, Facebook, Twitter, Google+. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Wir hören uns wieder nächste Woche zu einer weiteren Folge des Social Media Marketing Podcasts von socialgenius.de. Bis dahin, servus und ciao. Passt.